Hallo meine Zuschauer und willkommen zurück zur mittlerweile schon 12. Folge Dalek Mord. Ja, diese Folge werden wir die Zitadelle erkunden. Und das wird nicht gut sein. Okay, das war komplett dumm, aber okay. Ja, letzte Folge haben wir unseren schönen neuen Skin, sage ich mal so, unsere TARDIS geholt, gebaut. Ja, sehen wie nach einer Zeit zugeht. Jo, ich muss sagen, das gefällt mir irgendwie besser. Also schön Neonfarben. Na gut, man muss sich jetzt hier ein bisschen reinquetschen, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Kann trotzdem reingucken. Jo, und dann würde ich sagen, jetzt auf. Auf. So, Zitadelle. In der Zeit tue ich schon mal nochmal alles einlagern. Komm, eine Wolle packen wir am besten hier zu. So, das rohe Hammelfleisch, das werden wir einfach mal. So, nehmen wir mit. Weizenkörner brauchen wir nicht. Alles, was wir brauchen, haben wir hier drinnen. Rüstung wäre jetzt nicht schlecht. Was? Guck mal kurz. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, wir können eine komplette Rüstung machen. Nice! Und die Brustplatte fehlt noch. Um. So, den machen wir mal weg. Ja, wir haben jetzt ungefähr so viel Rüstung wie eine Tierrüstung, aber dafür ist es nicht. Dafür ist es. Dafür, dass es so viel davon gibt, ist es doch relativ cool. So, das lagern wir noch am besten mit in dem Ding hier ein. Ja, komm. Dann würde ich sagen, los geht's. Auf ins Abenteuer. Pur. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das in der Zitadelle wird. Ich bin ja beim Schau auf einmal nur kurz drüber geflogen. So richtig erkundet habe ich es noch nicht. So, wo ist die Zitadelle? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. So, ich hoffe, das laggt jetzt nicht zu sehr. Ich will mal ein bisschen das sehen. Na komm. Ja, zeigst du es? Ah, doch jetzt. Oi. Uiuiuiui. Das nenne ich doch mal. Wir schrauben wieder runter. Aufgrund von Leck. Aber wir haben jetzt zumindest ein schönes Bild. Und darauf kommt es an. Jetzt bin ich so überfragt, ob ich hier einfach so reinkomme. Kurze Info vorab, holt euch jetzt über irgendwas zu snacken und zu trinken, weil diese Folge wird ungefähr 40 Minuten lang werden. Habe ich so das Gefühl. So, es könnte sehr, 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 sehr laggen, weil jetzt erstmal alles laden muss. Aber, ne? Oh yeah. Okay, komme ich hier irgendwie rein? Muss doch irgendwo ein. Ah ja. Mann, für das Headset-Kabel. Dankeschön. Ziemlich Gebäude, weil ich will jetzt noch nicht die Mitte erkunden. Ich will erstmal. Ah ja, ich will erstmal hier so ein bisschen duschen. Duschen, genau. Was gibt's denn hier unten?
Button hier. Hier ist irgendeine Verknüpfung. Was steht da? Builders Room. Ja, ein bisschen leer, würde ich sagen. Oh, so einen Stuhl, den nehme ich mir mit. Den finde ich nicht schlecht. Aha. Ui. Uiuiui. Was hier? Bett 2. Ui. Also, okay, die leben hier auf jeden Fall gut. So, blaues Bett nehme ich mir auch gerne mit. Bett 3. Ja, sieht eigentlich alles relativ gleich aus. Bett 1. Ja. Wir gehen natürlich einfach mal alles. Oh. Okay. Oh, da unten ist noch was. Zweite Etage. Was hier? Extraktionsraum. Was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall ist hier ganz viel Redstone, das nehmen wir mit. Glaube, hier sind jetzt keine Timelots oder so. Ich mache alles legal hier. Oh mein Gott. Oh. Oh, okay. Okay. Interessant. Oder soll das ein Dorf andeuten oder so? Ja gut, ne. Ich glaube, das soll zu meinem Dorf werden. Die waren gerade noch. Waren die gerade alle? Okay. Merkwürdig. Alles mitnehmen, das können wir später alles gut gebrauchen. Extraktionsraum. Was haben wir denn hier noch Schönes? Parlament und Konferenz. Das sieht cool aus. Oh. Konferenzraum. Ah ja, okay. Oh, interessant. Kann ich nur mit dir haben? Oh. Okay. Auch gut. Ja, also ist nicht schlecht hier. Parlament. Sieht aus wie so ein Parlament aus Star Wars, Alter. Wenn ich auf diesen schwebenden Dingern sitze. Oh. Ja, das war, glaube ich, Karma. Ich kann mir doch bestimmt mal ein paar Blöcke hier gönnen, oder? Ich muss nämlich da wieder hoch. Vielen Dank. Sollte hoffentlich reichen, mich da hochzubauen. Bisschen Jump'n'Run. Geht das? Easy. Nein, oh Mann, ich bin so ein Vollhonk. So, nochmal. Das war knapp. Noch ist alles gut. Okay, wir sind wieder oben. Halleluja. Was gibt's hier noch so Schönes? Bibliothek. Oh. Oh. Das nenne ich mal eine Bibliothek. Also. Halleluja. Könnt ihr bestimmt auch irgendwelche Bücher mitnehmen, oder? Alter. Und wir haben kaum noch
Wir haben sehr viel Hunger, meine ich. Müssen wir auf jede Gefahr gewappnet sein. Wir müssen für jede Gefahr gewappnet sein. So rum, mein Gott. Oh, hier gibt es wieder Abzweigungen. Oh, Zellenblock. Anscheinend gibt es ja auch Gefängnisse. Zelle 1. Nimm Zellenblock mit nur einer Zelle. Aber. Ah, ne. Zelle 2. Zelle 3. Nicht schlecht, aber. Und die sind ziemlich groß, also. Dafür. Muss man schon mal. So, wo geht's denn hier weiter? Ins Kurthaus, was das denn? Oh, Gericht. Ein großes, großes Gericht. Ja, so ein Stuhl ist ja auch mal geil. Und ganz viele Andenken mit. Was hier? Council Boardroom. Keine Ahnung, was das heißen soll. So, wo geht's denn hier noch weiter? Waffenraum. Das klingt doch schon mal besser. Oh, hier sind ja auch Waffen drin. Wäre ja, schön, wenn jetzt hier auch irgendwelche Waffen drin sind. Waffenraum ohne Waffen wäre ja auch lustig. Aha. Ein Time Lord Staser. Normal. Was ist denn dann das hier? Auch normal. Interessant. Mal mit dem schießen. Ah, schießt solche Dinger wie die Daleks. Auch geil. Was denn hier drinne? Legt einen Knopf. Macht der was? Nee. Okay. Was ist hier? Noch ein Timer Staser. Brauchen wir nicht. Haben wir schon einen. Oh, alles ziemlich groß hier, ne? Kommt noch einer. Ja, sag ich doch. Aber hier finden wir ganz schön viel Ammo, das ist gut. Schöner Waffenraum. Oh, dieser Block, das sieht so schön aus. Ich will den. Rosa. Da. Koral Wiring. Okay. Was ist das hier? TARDIS Storage Room. Oha. A Storage Room. Wie das Ding brauche ich? Das benutzen wir jetzt für unsere eigene TARDIS. Geil. TARDIS Monitore. Die Tür finde ich geil. Oder ist das überhaupt eine Tür? Ich weiß es nicht. Solche Dinger sind auch cool. Was ist das da? Auch geil, nehmen wir mit. Will das Ding mitnehmen. Dankeschön. Oha, es geht noch weiter runter. Dabei haben wir noch nicht mal die Mitte erkundet. Die wollen wir am besten zuerst machen, ne? Ist hier die TARDIS denn drin? Nö. Hier denn? TARDIS Workshop. Oh mein. Okay. Okay. Verdammt. Was sind wir hier? Warum sind da Löcher? Kommen wir da irgendwie hoch? Hoffentlich schon. Warte, ich nehme mal ein paar mehr Blöcke von hier mit. Bitte sind das keine Silberfischdinger. Es geht noch tiefer. Ne, da ist der Boden. Das Gefühl gibt's Fallen. Oh, da war ein Skelett. Das sind wahrscheinlich wirklich die Katakomben hier. Also schauen wir uns auf jeden Fall zum Schluss an. Weil es soll ja eine geheime TARDIS geben und die möchte ich gerne noch finden. Und wenn ich gerade beim Workshop bin, ist sie wahrscheinlich da, hoffe ich mal.
Machen wir mal hier die ganzen Löcher zu. Also wirklich. So. Was ist das hier? Ist das ein ganzes Ding oder sind das mehrere? Mehrere. Hexagon Roundel. Jetzt wäre meine Ding ganz gut. Alter. Ach, hier standen die wahrscheinlich. Oh, guck mal, direkt ein Parkplatz. Für unsere. Opening, bitte. Kann ich das Ding jetzt hier noch in die Mitte stellen? Wäre. Nein, ich pack's hier hin. Nee, warte. Dahin. Ich setze mir hier einen neuen Waypoint. Waypoints, Landeplatz. Add new. Select. Ich will mal kurz gucken. Lol. Wie geil. Das Ding müsste ich da in die Mitte stellen. Ist hier noch aufzudrehen. Ist geil. Eine Lightbox, die packen wir. Am besten hier mit rein. Oh, ups. Ja, gut, okay, wir finden später einen Platz dafür. Erstmal erkunden wir weiter. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wir brauchen eine freie Kiste. Wir brauchen. Na komm, pack mal da alles rein. Die Stone kommt alles hier drin. Alter, es gibt so viele Sachen. Sind nicht zu mir. Mein Gott, dieses Kabel vom Headset nervt mich etwas. Sehr stark. So, wir erkunden weiter. Es ist ja noch nicht, noch lange nicht das Ende. Alter. So, jetzt könnte es kurz wieder laggen, weil alles wieder laden muss. So, wo sind wir denn hier? Extraction Chamber, da waren wir schon mal. Okay. Dann Hospital and Builders Room upstairs. Okay. Ist das Hospital oder was? Ne, hier waren die Schlafräume. Na gut, wir gehen mal andere Seite. Bilder, ach so. Und dann ist das jetzt. Ah. Okay, gut. Ich hab nichts gesagt. Dann gehen wir noch weiter hoch. Weil wir können ja noch in die Mitte gehen. Wir sind also unten einmal den kompletten Kreis gelaufen. Schöne Judentor. Ab in die Mitte. Alter, das Ding ist so riesig. Schaut euch das an. Aber es ist auch so genial gebaut. Kann man da auch hoch? Nö. Doch, kann man, okay. Jetzt will ich nochmal so eine Schräge austesten. Ob es da nicht doch noch was gibt. Ne, geht's einfach wieder runter zum. Ah ja, okay, gut. Gut zu wissen. Dann gehen wir mal in die Kuppel. Hier ist irgendwas. Was ist hier? Hier sind alle Doktoren. Ah, Christopher Eccleston, wer heißt? David Tennant, Matt Smith. Und hier sind noch irgendwelche anderen. Wer ist das denn hier? Ach, das ist der 12. Okay, wie viel ist das dann?
Habe ich den schon eingesammelt? Nee, ach, ey, da hinten. Mann, ey. Das ist der zweite. Nehmen einfach mal alle mit. Der dritte. Den Kessel nehmen wir auch mit. Der neunte. Wer ist das denn? Der 4-2 oder was? Der erste. Oh. Okay, dich nehmen wir auch noch mit. Den Typen, der da steht, den haben wir ja schon. Ja, der Rest lassen wir stehen. Hier kommt nicht mit. Für. Durchverdient. Oh. Nobel, nobel hier. Damit sind wir gerade. Ja, wir sind gerade in der Kuppel. Hey. Ja. Ist nicht schlecht hier. Könnte ich gerne als meine Base haben. Dafür ist aber trotzdem doch schon zu groß. Dann bitte. Okay, merkwürdig. Wo sind wir hier jetzt? In einem weiteren Büro. Oh, wir sind auf der Kuppel. Alter. Okay, also es gab nichts mehr als noch den Doktorraum. Wahrscheinlich notieren die sich das da immer. Geil. Oder wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ich darf da mal durch, ne? Die Dinger sind auch geil. Was ist das? Hartnellpol. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die unterirdischen Katakomben und checken da mal alles ab. Ich bin die Folge ja noch nicht für 40 Minuten. Aber auf der Premiere ist es wert. Okay, das ist merkwürdig. So, hier gibt's nach unten. Ist doch bestimmt irgendwo alles versteckte Kisten oder so. Jetzt bin ich gespannt. Falls dort uns dort irgendwas erwartet, war im Film oder in der Serie war ja, dass da irgendwelche Monster waren. Wie gut, dass ich jetzt eine Pistole hab. So. Oh, siehst du? Ah, mach ich doch, direkt ein Dalek hier. Oh, warte, was? Was bist du? Okay. Moment. Moment. Spawn die Enderman, ha. Direkt Schaden. Ah, eine schöne Falle. Haha. Okay, jetzt alles mit Fallen und was weiß ich ausgelegt. Und Dingspawner. Interessant. Das ist ein Entity Manipulator, Alter. Oh Gott! Ich hab das doch gesehen, nicht Forderung. Alles klar. Auf jeden Fall ganz schön viele Totenköpfe. Oh, da ist eine Kiste. Oh. Ja, gut, ne? So gierig, wie man ist. Alter. Was ist denn hier drin, ne? Als
Okay, ich glaube, wir haben die geheime Talos gefunden. Gingerbread. Problem ist jetzt nur. Damit zwei. Mann. Aber, Alter. Ist einfach unser Ersatz-Tardis. Und man muss das sogar erst noch generieren. Gingerbread-Tardis. Wir gucken einfach mal kurz rein, ne? Ich meine. Kein Vorschau? Okay. Oh, das ist auf jeden Fall. Hallo, wir haben gerade ein Geschenk geöffnet und jetzt haben wir einen Zombie, den wir jetzt bauen können. Auch geil. Flight Lever, Flight Panel, Command Panel. Also hier ist aber auch alles. Und hier ist dieses. Ja, okay, kein Wunder, wenn hier auch überall diese Dinger standen. Ne? Alter. Ja, ihr könnt jetzt abstimmen, würde ich sagen. Ich werde eine Abstimmung machen. Vielleicht in einer Dingens. Ihr entscheidet, welche Talis wir nehmen. Nehmen wir die Gingerbread Talis, also die hier. Oder behalten wir unsere andere. Oh, aber beide sind cool. Ich kann sie halt nicht mehr abbauen. Weil ich kann sie mal binden. So. Also wir könnten sie im Notfall rufen, falls wir unsere alte verlieren oder so. Aber, oh Mann, es ist jetzt echt blöd. Ach, dieser Entity Manipulator. Lol, da Alex zum Mitnehmen. Machen wir. Wir schnappen uns noch ein paar. Nun gut, mal außer keine erkennt man nicht, dass das Entitäten sind, ne? Weil keine Entitäten sind. Sehe ich was noch? Nö, wird einfach generiert, okay. Aber schon geil. Es gibt bestimmt auch noch mehr, habe ich so das Gefühl. Kann es ja noch nicht gewesen sein. Warte mal, wir exploren mal dieses Ding. Oh, moin. Nee, ich bin nicht deine Mutter. Oh, okay, du schlägst mich. Nein, hab ich doch schon gesagt, bin ich nicht. Nee. Bleib weg. Bleib weg, Villager. Geh weg. Ja gut, ne? Hier ist ein Kopf. Secret Kopf wahrscheinlich. Von wem ist der? Corios Plughole. Kenne ich nicht. Hier ist noch ein Spawner. Ein fragwürdiger Spawner. Was ist da drinne? Engel! Ich seh dich doch. Oh, wir haben kein Licht, ja. Oh, Herzinfarkt. Boah. Wo ist der Engel hin? Alter, man erschreckt sich vor diesem Sound so hart. Heilige Scheiße, die Engel können ja einfach wegteleportieren. Boah, Alter. Wieso spawnen lassen die denn hier Engel spawnen? Sind die denn verrückt? Was das denn echt für eine Auswirkung hätte?
Stell dir mal vor, es wär, ich hätte jetzt keine Nachtsicht. Ich wäre komplett weg. Alter. Also, ihr entscheidet, was wir machen. Erstmal stelle ich die ganzen Doktorstatuen auf. Da oben haben wir so einen schönen Raum. Ist genug Platz für alle. Alter. Die erschrecken einen so hart, die Engel. Heilige Scheiße. So, Entity Manipulator. Stellen wir direkt vor Eingangstür. Würde ich sagen. Mit zwei Daleks, die hier überwachen. Ist doch gut. Warte, wir stellen die zum Pink Fluffy Dalek. Wo bist denn du? Und da bist du. Guck mal, ich habe was Schönes für dich. Machen wir mal kurz den Tisch hier weg. Okay, das sind vier Stück, auch gut. Guck mal, jetzt hast du, guck mal, jetzt hast du ein paar Freunde hier. Guck mal. Oh. Okay. Okay. Dann würde ich schon am besten ein kleines Panel bauen. Obwohl ich dann überhaupt nicht gut drin bin. Egal. Wollen einfach hier jetzt. Oh, wartet, wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Half-Slabs. Aus Obsidian kann ich keine machen, null. Wo ist diese? Ach, das liegt da noch. Mehr? Lebt irgendwie gar keinen Sinn, aber. Naja, ne? Oh ne, das sollte nicht passieren. Ja gut, Dankeschön. Slab. Steel, Steel. Okay. Wir werden gucken, wie wir es machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also. Ich will mal versuchen. Hat meine Mutter, aber gut. Ja, okay. Wir können auch mal versuchen, uns einen Engel zu stellen, aber damit, wenn wir kein Licht haben, ist das so gut wie unmöglich. Wo kam der denn her? Kam von da, ne? Hallo! Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, Engel. Ich seh dich. Ich seh dich. Hallo? Hier war doch Licht. Och, Mann. Blöder Engel, komm her. Spawn, ich töte dich. Nein, ich töte dich. Ich töte dich. Hallo? Oh, ich bin direkt in so eine scheiß Falle gelaufen. Ja, eigentlich würde ich gerne mal so einen Engel töten, aber wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. We need light. Dafür bräuchten wir Fackeln. Aber jetzt Fackeln bringen anscheinend nichts. Okay. Also Engel kriegen wir von da. Also
Wir bräuchten mal wieder ein bisschen Kohle, danke schön. Wo sind jetzt die Sticks? Da. So. Auf zum Engel. Die übrigen Engel sind. Oh fuck, wir haben keine. Wobei, hier ist gut ausgeleuchtet, alles gut. Uah! Komm her. Komm her, seh dich. Ja, ha. Uah. Alter, wie? Ich sehe sie doch. Das gibt keinen Sinn. So, ich behalte dich im Auge. In das Licht. Ha. Jetzt kriege ich die. So viel, sobald ich jetzt die Fackel wegmache. Engel? Ja. Was willst du jetzt machen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel Leben dieses Ding hat. Okay. Uah! Na, weg von. Oh Mann, ey. Die teleportieren mich immer weg. Egal. Wir erkunden hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Muss mal was sein. Über Druckplatten, die könnten jederzeit was auslösen. Hier ist hell, warum ist hier hell? Ah, hier ist Spinspawn. Jetzt nicht mehr. Joa, oh. Im Strang ist nämlich schon spektakulär eigentlich. Naja. Ich sage, gehen wir mal wieder hoch. Sorry. Ich konnte mich gar nicht muten. Ah. Hier geht's hoch. Nur raus hier, Alter. Kann es auf gar nicht für Nacht werden? Gut zu wissen. Auf nach oben. Anscheinend nicht. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall die Zitadelle jetzt erkundet. Sagen, echt prachtvolles Bauwerk, also Hut ab dafür. Wir brauchen. Ah, guck mal, wir brauchen. Warte mal. Wer ist Elixier? Brauchen wir auf jeden Fall Gallifrey Dirt, Gallifrey Sand, Gallifrey Stone und Gallifrey Leaves. Das ist gut, das ist gut. Ne, nicht den, wir brauchen den. Okay, wir müssen uns eine Schere machen. Wir brauchen nämlich die Leaves davon. Warte mal. Gallifrey Dirt haben wir jetzt, ne? Wir brauchen Dirt. Das Dirt. Gallifrey Dirt haben wir. Perfekt. Was ist das da? Yellow Clay, okay. Dirt haben wir. Wir brauchen. Brauchen wir noch? Haben wir. Stone brauchen wir. Haben wir. Um nur Lies und Sand bräuchten wir noch. Den finden wir bestimmt. Ab zu unserer Kiste. Brauchen zwei Eisen, bitte. Dankeschön.
Holen uns auch schnell die Leaves ab. Und dann fehlen nur noch die Sachen aus dem Nether. Oh, das wird's. Okay, merkwürdig. Müssen wir gucken, wo wir den Sand herkriegen. Ah, jetzt. Da haben wir Gallifrey Leaves. Yay! Okay. Jetzt suchen wir nur noch nach dem Sand. Das ist normales dort, ne? Ja. Wo kriegt den Gallifrey Sand her? Frage beantwortet. Wo kommt der? Wo kam der denn her? Alter! Junge, habe ich mich gerade erschrocken. Heilige Scheiße. Ist doch nicht mehr normal. Oh geil, sind Äpfel. Alter. Gibt's noch mehr Sachen? Was ist das hier? Kupfer. Kupfer brauchen wir. Ah ja, perfekt. Noch mehr von diesen Dingern. Alter, hier auf Gallifrey gibt's da übelst viel. Und jetzt, warum sind wir nicht früher hingekommen? Ist das Silikon? Ja. Hier gibt's alles. Hier gibt's einfach wirklich alles. Oh, dieser Engel, Alter, der hat mir wirklich gerade so einen Schrecken eingejagt. Alter, Scheiße. Hab ich überlebt den Sturz? Nö. Auch gut. Ja, genau, spawn mich direkt zum Dalek. Ist gut, ist gut. Stirb! Ja, und das Haus ist jetzt noch auf Gallifrey, aber gleich nicht mehr. Puh. Okay, wir haben auf jeden Fall alles, was wir von Gallifrey brauchten. Hier ist noch ein... so ein Explosive. Verdammt. Okay, da kann auch selbst diese Rüstung nicht mithalten. Wie viele sind hier bitte? Irgendwie sieht's aus wie so ein Imperator, Alter. Ich eliminiere euch auch mal. Alter, schießen aber auch in verschiedenen Farben. Boah, die Waffe ist schon okay. Oh, da ist noch so ein Pink Fluffy Dalek. Wie süß. Hallo. Tue ich mir nichts? Nee. Aber der da schon. Ja, komm her. Oh Gott, sich zu. Also so viele verschiedene Dalek-Arten, die es hier gibt, ey. Moin. Ja, ja, Ballard. Der hat doch ein... Warte mal, das sind doch die Daleks, die von dem Dalek Imperator gespawnt werden. Sag dich, hier in der Nähe ist einer. Nö, okay, ich dachte schon. Diese Dinger da, die sind gefährlich. Was droppst du wohl? Ich habe keine Muni mehr. Der darf ich nicht abknallen. Oh. Ja, die kann man nicht besiegen. Man braucht da wirklich Ammo für. Okay, Leute. Nach so einem großen Abenteuer sage ich
Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Euer Dreadgamer.